Ja, Gratulation! Deutschland ist in Sachen Puritanismus nun ganz vorne mit dabei. In Düsseldorf und Würzburg wurde ein Ballermann-Song verboten auf einem Volksfest Laila, weil es geht darin um eine Puff-Mama. Ich hab einen Puff und meine Puff-Mama heißt Laila, heißt es in dem Song. Sexistisch. Für uns Frauen auf der Welt ganz, ganz schlimm. Ja, man ist froh, dass die Stadt Würzburg Awareness zeigt und Sensibilität, sagt eine Befürworterin des Verbots. Als Frau kann ich bestätigen, nichts hilft mir bei der Stärkung meines Selbstwertgefühls, meiner Selbstbestimmung und meiner gesellschaftlichen Stellung mehr, als wenn auf irgendeinem Volksfest ein Ballermann-Song verboten wird. Im Ernst, ein Sommerhit? Ja, man kann Lieder schlecht finden, geschmacklos. Jeder hat das Recht, sie nicht zu hören und da nicht hinzugehen. Aber anderen ihren Spaß zu nehmen, in die Kunstfreiheit einzugreifen, Lieder verbieten, also dieser Weg ist so illiberal, da kriegt man direkt Gänsehaut. Und dann noch kurz ein riesiges Thema, weil es gerade zu Laila passt, wieder mal Brüste. Dass die Brust der Frau sexualisiert ist, das ist eine Ungleichheit, sagt eine Soziologin bei Deutschlandfunk. Sie fordert, dass die weibliche Brust genauso gezeigt werden darf wie die männliche. Also, ich mach's kurz heute, weil es ist so heiß. Der Feminismus hat sich von gleiche Rechte für Männer und Frauen gewandelt zu wir wissen am besten, was gut für die Frauen ist, auch wenn sie das selbst ganz anders sehen. Und auch zu jeder Unterschied zwischen den Geschlechtern ist eine Ungleichheit. Und was das noch mit Feminismus, mit Emanzipation und der Stärkung der Frau zu tun hat, das weiß ich wirklich nicht. Ich will nicht nochmal auf dem gesamten Brüste-Thema herumreiten. Ups, unsensibles Wort in dem Zusammenhang. Aber ich sage euch jetzt mal die Wahrheit über Frauenbrüste. Die weibliche Brust, die gilt seit Jahrtausenden und länger als Symbol der Weiblichkeit. Sie steht für Sinnlichkeit, Lust, aber auch für Schutz, für Behutsamkeit und für den Reiz des Unergründlichen, der geheimnisumwobenen Anziehungskraft. Zudem, unterschiedliche Anatomie hat nicht das Geringste mit Ungleichheit zu tun. Männliche und weibliche Brüste sind unterschiedlich, sie fühlen sich unterschiedlich an, sie haben unterschiedliche Gefühlssensoren. Weibliche Brüste haben spezifische erogene Zonen, bei den Männern ist es nur teilweise so. Eine sexualisierte weibliche Brust ist per se nichts Schlechtes. Ja, und wenn die weibliche Brust von einigen als reines Sexualobjekt gesehen wird, und das tut sie sicher, dann ist das eben so. Das ist mir reichlich egal. Eine selbstsichere Person fühlt sich deswegen nicht herabgewürdigt. Setz doch vielleicht mal da an, bei der Selbstsicherheit. Eine selbstsichere Person muss deswegen nicht kontrollieren, was andere zu denken oder zu sagen haben und entsprechende Forderungen stellen, dass sich die Gesellschaft ändern müsse. Manchmal ist es vielleicht nicht das Problem der Gesellschaft, sondern deins. Es muss nicht alles entsexualisiert werden. Damit verlieren bestimmte Dinge nämlich auch ihren Reiz. Mir ist es völlig egal, welche Person das Bedürfnis hat, wo auch immer, obenrum nackt rumzuspringen. Tut das, wo immer ihr wollt. Freiheit für die Brüste. Aber lasst mir als Frau meine Weiblichkeit, meine Sinnlichkeit, die Anziehungskraft des weiblichen Körpers und vor allem mein Denken, was gut für mich ist und was nicht. Wir leben in einer Welt, wo sich heute gefühlt alles um die weibliche Sichtweise dreht, wie es historisch noch nie zuvor der Fall war. Und trotzdem ist man nie zufrieden. Wenn Sie Songs verbieten für meinen Schutz, damit ich mich nicht herabgewürdigt fühle, sprechen Sie nicht für mich. Gedichte übermalen, bestimmte Jobs von Frauen wie die Formel 1 Grid Girls oder die Nummern Girls zu ihrem Schutz abschaffen zu wollen. Wenn Sie das Rednerpult in Rednerinnen Pult umtaufen wollen, damit ich mich mit eingeschlossen fühle. Sie sprechen nicht für mich. Wenn Sie Quoten fordern für die schönen, angenehmen Berufe, für die shitty Jobs natürlich nicht. Oder wenn Sie denken, wir Frauen, wir schaffen es ohne dieses Quotengeschenk nicht, dann sprechen Sie nicht für mich. Wenn Sie nur jene Frauen feministisch unterstützen, die genau immer nur ihrer Meinung sind, wenn Sie wegen harmloser Komplimente oder Sprüche eine patriarchale Verschwörung wittern und Sexismus rufen, wenn Sie denken, jede Kritik an Frauen sei frauenfeindlich, wenn Sie hinter allem und jedem Diskriminierung und Ungleichheit empfinden, sich ständig im Nachteil sehen, diese Leute sprechen nicht für mich. Und so geht es übrigens anderen Frauen auch. Lasst euch da nichts einreden. Ja, und noch eins, weil wir gerade dabei sind, uns gewohnheitsmäßig wie hilfsbedürftige, schwache Geschöpfe zu behandeln, aus allem ein Frauenproblem zu stricken, vor dem man uns dann schützen will, das ist komplett sexistisch. Wer nicht will, dass Frauen Opfer sind, sollte sie auch nicht wie Opfer behandeln.